Hallihallo, willkommen zurück auf Nerd Universe. Wir spielen heute Conglomerate 451. Das ist ein Cyberpunk Dungeon Crawler, das sich aktuell noch in der Early Access befindet. Und ja, wir werfen mal einen Blick rein. Dungeon Crawler, Cyberpunk, klingt doch erstmal gut in der Kombination. Checken wir mal kurz die Option aus. Übliche Qualitätseinstellungsmöglichkeiten. Nichts Außergewöhnliches. Audio ebenfalls. Und hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, entsprechend eure Hotkeys zu belegen. Wir spielen das Ganze blind. Ich habe also noch keinen Blick reingeworfen. Und starten das Ganze jetzt einfach mal und gucken uns an, was das Spiel zu bieten hat. Ganz wichtig nochmal, es ist noch in der Early Access. Wird vor 2020 nicht in den Full Release gehen. Wir nehmen normal. So, Sektor 451 ist das zentrale Schlachtfeld geworden. Die Corporations sind im Krieg. So, es gibt Ghost-Class-Agenten, die entsprechend dort unterwegs sind und kämpfen. Das sind Kampfklone. Die sollen 451 entsprechend sauber halten. Und zwar um jeden Preis. Wir sind der Chef der neuen Agentur. Ja, und unser Vertrag mit der Regierung ist klar. Wir sollen alle Corporations aus den Stadtteilen entsprechend entfernen, wie auch immer das aussehen mag. Wir müssen unsere Agenten trainieren und neue Technologien erforschen. Uns wird nochmal gut viel Glück gewünscht. Welcome, Director, to your new agency's headquarters. I'm Clarice, your office assistant. Nice to meet you. If you don't mind, we need to fill out a couple of documents before you take office. Erstmal Bürokram. So, Agency Name. Wir nennen das Ganze Netstalker. So. Agency Logo. Das hier ist Star Trek. Ja, aber das hier nehmen wir. Great. Everything will be recorded and sent to the administration department. Now, if you want to follow me, I'll lead you into the agent's quarters. Here you will meet your current agent squad. Müssen wir sie auch manchmal irgendwie ölen und warten? Deine Sekretärin braucht ein Update. Wie sieht es aus, wenn die Roboter-Sekretärin buggt? So, hier mal das Klon-Center. Klon-Zentrum. Klon-Center. So. Jeder Klon wird ein wenig anders sein, wird sich unterscheiden von den anderen. Selbst wenn man denselben Hintergrund verwendet. Okay. Mit Auto-Mode können wir gleich drei Standardagenten generieren lassen. Was haben wir hier? Reputation, Credits, Lifeen, Tech und Week One. Okay. Gucken wir uns das Ganze mal an. Soldat, Inf Soldier, Infiltrator, Drifter, Splicer, Bodyguard, Technician, Binary. Hier sehen wir, die sind ausgegraut. Wir brauchen jeweils 10 bzw. 15 oder 20 Reputation und haben jetzt hier erstmal die Möglichkeit, hier die Soldaten auszuwählen. So, sie erwähnte, wir könnten automatisch machen lassen. Ich sehe aber den jüngsten Punkt. Ich würde sie aber so oder so jetzt auch erstmal manuell auswählen. Ja, wir nehmen jetzt einmal einen Soldier. Gucken uns mal hier an. HP. Bewegung, Initiative, Sicht, Crit-Schaden, Überlebensinstinkt, Hacking, Hardware, Stun und EMP. Ah. Nehmen verschiedene Memory Blocks. Single Shot, Stunning Shot. Kann man die irgendwie auswählen? Ja, ich glaube, wir müssen. Conflagrate. Outburst, Barrier. Defense plus 5, Shield Regeneration. Wir nehmen erstmal einen Stunning Shot rein. Gucken, wie viele Blocks wir da wählen können. 2, 3, 4, 5, 6, wenn das
dem entspricht. Das 25% gegen Androiden. Wir machen mal hier noch Barrier. First Aid HP plus 20. Wir nehmen aber Shield Regeneration. Okay, also 4 Skills können wir wählen. Und dann nochmal Mutationen. Normale DNA. Und Mutationen anderer Art sind noch nicht verfügbar. Hierzu müssen wir im Forschungszentrum dann entsprechend das Ganze freischalten. Okay. Hier sehen wir nochmal Skill 1, 2, 3, 4. Tyrell Dolenz. Auch gut. Erinnert mich ein bisschen an Altered Carbon. So, Tyrell Donalds, wir lassen ihn jetzt erstmal so, wie er heißt. So. Genau. Jetzt müssen wir einen zweiten Agent herstellen, plus der Hinweis, dass da eben bis zu 3 Leute in einem Squad sein können. Strahlung, Deathmark. Plus 10% Defense, minus 20. Hier, Accurate Aim. Vision plus 10%, Critical Hit Chance plus 5, Base Damage plus 12%. Und hier Vision plus 5%, okay. Genau, wir starten mal mit dem Accurate Shot. Radiation sieht für mich aus wie ein Dot. So, das ist, glaube ich, ein Passiv gewesen. So, Blast. Das hier ist AOE. Und auch hier Normal DNA. So, der Render Jot. Können wir skippen. Jetzt bauen wir uns noch den Drifter. Ja, er könnte Gegner auch entsprechend markieren. Ja, Base Damage plus 25%. So, auch er kann hier heilen. Und ja, Initiative plus 30. Das packen wir gleich mal rein. Electrocute. Pause. Gegen Cyborgs für den Fall der Fälle. Und normal DNA. Ja, testen wir das Ganze erstmal einfach. Und schauen uns dann an, wie es läuft. Ja, das ist unser Büro. Gucken wir uns mal kurz die Quarters an. Hier hängen die Agents rum. Können wir uns genau angucken, können sie trainieren oder sogar Cyber-Körperteile installieren. Retire könnten wir auch. Wir könnten ihn quasi in Rente schicken. Was können wir da noch irgendwie bearbeiten? Also aktuell geht da nichts. Wenn wir Inspect Agent. Können wir uns mal detailliertere Stats angucken. Auch schön hier die Beschreibungen jeweils. Okay, aber ich denke, mehr können wir jetzt noch nicht. Wir können auch nichts installieren und Co. Macht auch keinen Sinn, zumal wir es jetzt noch nicht verstehen. Hier haben wir das Forschungszentrum. So, Cloning Tech. Okay, da brauchen wir entsprechend Angestellte. Um
dann später eben noch weitere Areale dann erforscht zu können. So ist das Research Area Cloning Tech. Gucken wir uns das mal an, was wir alles zur Verfügung stehen haben. Healing Tech. Wir sehen halt keine weiteren Infos, ne? Das Schöne ist, wir können aber zumindest auch in einem Skilltree oder weitergehen oder im Forschungstree uns das näher angucken. Nehmen wir mal Training Tech. Wir haben ja oben genug Tech, deswegen ich würde schon auch auf jeden Fall irgendwas auswählen. Dann nehmen wir Cyberlimbs. Oh, 10.000. Okay, dann machen wir die Cloning Tech, weil ich glaube, dadurch können wir dann mehr Klassen freischalten unter Umständen oder mehr Möglichkeiten. Vielleicht können wir auch parallel dazu dann die Leute nochmal, beziehungsweise die Forschungen ausweiten. Machen wir einfach mal. So, 1000 zeige ich mir auf. So, das Health Center. Hier kommen die verbundenen Agents hin. Wird aber noch gebaut, aber wir müssen bei der Innovation Technology entsprechend researchen, erforschen. Da machen wir das. Müsste da der Healing Tag sein. So. Cyber Graveyard. Okay, das ist unser Friedhof. Ah, hier gibt es sogar Spezialmissionen. Ich habe aber gelesen, dass es wohl auch so Passivmissionen gibt. Okay, starten wir mal eine neue Mission. Genau, Sektor 451 der Conglomerate City ist unter dem Einfluss der Corporations. Und ja, unsere Aufgabe ist es halt eben, Sektor 451 eben von allen Corps zu befreien. Genau, wir starten in der Hive. Hier sehen wir auch die ganzen Corps. So. Und alle Gegner erledigen. Bisher gefällt mir das von der gesamten Präsentation sehr gut. Aber so Charaktertexturen, so von der, beziehungsweise die Art und Weise von der Animation sah jetzt ein bisschen schräg aus, aber ich finde dafür, dass das Ding hier in der Early Access ist noch, ist der Rest schon mal sehr interessant gemacht. Schön übersichtliche UI, Musik. Gibt auch mal Atmosphäre und jetzt wird vor allem natürlich das Kämpfen interessant werden. So, WSAD, Q und E passt. So, mittleren Mausbutton können wir uns umdrehen. Also umschauen. Ah, schön. Okay, das werde ich irgendwann umlegen dann auf einen anderen Button. Oh, gut aus. Was ist das? Terminal. Wir können das hacken und können damit die Kontrolle über diverse Gebäude und andere Einrichtungen erlangen. So, Hacking Ability 25%. Sie hat 31%. Und er hat 51%. So, eine Liste von Codes, die wir finden müssen, um Zugriff aufs System zu finden. Okay. Und links das Code Log, wir müssen die entsprechenden Codes identifizieren. Oben rechts wird mal die Zeit angezeigt, die wir haben, um das Hacken abzuschließen. So, wenn wir die falschen Codes auswählen, wird die Zeit schneller vergehen. Okay. Also wir haben ja hier die MAC-Adresse. Port 4658. Ja, das ist doof, dadurch, dass es switcht, wird das ein bisschen hakelig. Was haben wir? COM-NEF Finals 158. Bang. Okay. Jetzt können wir gucken, welche Vorteile wir uns dadurch holen. Wir können uns die Karte runterladen. Ich will gerade schauen, ob die Zeit weiterläuft. Nee.
Da sehen wir Hotspots. Mehr Credits und Tag in der nächsten Zone. Alle Türen freischalten. Und ja, hier können wir entsprechend Gegner dann überfallen, weil wir ihre Systeme stören. Wir laden uns mal die Map, weil ich wissen will auch, wie groß ist denn so eine Map. Okay, ich habe die Map zwar runtergeladen, aber irgendwie sehe ich erstmal keinen Unterschied. Macht nichts. Erster Kampf. Und wunderbar rundenbasiert. Ich mag Dungeon Crawler, wenn sie rundenbasiert sind. Wenn sie nicht rundenbasiert sind, ist es etwas schräg. Genau, Skills. Mit der rechten Maustaste können wir spezielle Aktionen durchführen. Ah. Shield Charge. Uns bewegen. Enemy hacken. Können wir uns auch auf den. Nee. Mal gucken, ob wir uns auf den Grid bewegen können. Geht aber vielleicht über das Move. Was haben wir denn eigentlich für Gegner? Ah, die sehen wir nicht. Die Gegnerinformationen können wir so erstmal nicht sehen. Dann starten wir mal mit. Electrocute. Ah, so sehen wir es. Wir können Teile anvisieren, Körperteile. Hit Chance 80%, probieren wir mal. Es hat ein bisschen was von Bard's Tale, nur in einem Cyberpunk-Setting. So, einmal Blast. Oder könnten sie mal buffen. So wie es aussieht, haben wir nur einen Zug. Außer wir nutzen vielleicht die Special Skills, das müssen wir auch mal testen. Das testen wir nicht gleich, aber ich will mal ganz kurz schauen, ob es Hinweis gibt. Okay. Ja, dann müssen wir erstmal einen Stunt-Shot. Nicht zu nahe. Na, ist das mal hier aus dem Spiel. Cool, dass man sich auch währenddessen hier umgucken kann. So, bei ihm testen wir ganz kurz jetzt mal, wie es aussieht. Da kann man aber gleich mal probieren, wie sie zwecks hacken. Rasse Cyborg. Cyborg und auch Cyborg. Ah, was können wir machen? Wir können Daten sammeln. Können ihm Live-In aussaugen. Ich glaube, Live-In könnte vielleicht sowas sein wie das Äquivalent zu Mana. Hier können wir Bewegung einschränken. Probieren wir es mal. Ah, hat funktioniert. Okay. Und ja, verbraucht trotzdem dann auch unseren Turn. Aber das bietet ja schon mal interessante Möglichkeiten. Verschwendung, aber ist mir zu nah einfach. Fehlt. Ah, er stirbt, okay.
Ist ganz schön stark, die Tante. Ja, gab es jetzt den Check auf die Überlebensfähigkeit? Ja, ich bin mal gespannt, ob danach dann die HP wieder regenerieren. So, Agency Joan. Okay. Ja, das hat schon mal Spaß gemacht. Also das sieht mir schon mal gut aus. Ja, 0 von 5. Ja, wir sind innerhalb der Hive. Also wir sind jetzt in der Hive. Das haben die Gene erledigen. Da haben wir auch die gesamte Karte. Gehen wir erst die ab und dann die. Ist eigentlich wurscht. Genau, und hier sieht man auch, Energie regeneriert nicht. Ja, ich kann auch auswählen, wer läuft. Gibt es doch irgendwie Inventar oder irgendwas? Ne, okay. Ja, das ist ein Ambush. Also wir haben jetzt hier, ihr seht auch hier, Überfall. Haben komplett Initiative übernommen. Direkt Initiative. Muss aber gucken später, ob es irgendeinen Unterschied macht zwecks Range. Beziehungsweise wir sehen ja, also wir haben ja hier auch zum Beispiel Range 16 Meter, 15 Meter. Ihr seht es aber gerade nicht, wie weit sie entfernt sind. So. Buffen uns erstmal. Wir haben eben Vorteil des Überfalls von daher. Ja, out of range. Wie weit sind die weg? 12 Meter. Ah, ne, 10 Meter. 10 Meter. So, jetzt müssen wir mal sehen, ob ich die Barrier auf andere wirken kann. Ja, ah, wirkt auf alle. Sehr gut. So, erhöhen wir bei ihm mal die Initiative. Glück erhöht es bei allen, nur bei ihm. Genau, das Ding ist, ich muss mal gucken, wie ich weiter nach vorne bewegen kann. Das teste ich mit ihm hier. Beziehungsweise mit ihm. Ich kann mich gerade aktuell nicht bewegen, weil ich schon irgendeine Aktion durchgeführt habe. Okay. Problem ist, sie sind zu weit weg. Spart uns, dass wir in die Nähe kommen müssen.
Geil. Echt verfehlt. 75% Chance eigentlich. Aber ich glaube, es sind die letzten zwei Gegner noch. Range. So, versuchen wir hier das System zu stören, hat nicht funktioniert. Jetzt holen wir uns mal die Gegnerdaten. Auch gefailt. Da sind wir nicht so, der ist nicht so fit drin im Hacken, ne? Offenbar kann man sich bewegen und dann auch noch einen Angriff ausführen. So, jetzt können wir weiter erforschen. Das machen wir jetzt auch mal. So, SPU Extraction. Hardware 30%, Hardware 58%, Hardware 37%. Machst du das? So, SPU, Shared Processor Units, sind Prozessoren, die wir bei den Agenten slotten können. Okay. So, wir müssen die Verbindungen kappen. So, im richtigen Moment. Ah. Das ist eine geile Idee. Temperatur. Yes. Hat gepasst. Okay. Sehr cool. Haben wir neues Equipment dazu bekommen. Wir könnten jetzt auch von hier aus auch zurück zur Agency. Das machen wir jetzt auch gleich. Und noch Credits. Normalerweise würde ich jetzt die ganze Area erforschen, aber ich glaube, es war jetzt schon mal gut. Somit haben wir schon mal einen kleinen Ersteindruck hier zu bekommen. Wir sammeln jetzt erstmal noch unsere. Wir ernten unsere Früchte. Okay. Jetzt zurück. 5000 Credits, 1000 Tech, 5 Reputation.
Cherokov Heavy Aerospace hat Einfluss in der Stadt verloren. Okay. Geile Sache. Also, ich muss sagen, ich hatte ein wenig Skepsis, bevor ich das Spiel gestartet hatte, weil es immer etwas heikel ist. Dungeon Crawler, finde ich, also mir persönlich geht das so bei Dungeon Crawlern, gibt es für mich entweder, macht der Spaß oder nicht. Das kann man, das könnte man natürlich bei vielen Spielen anwenden, aber es gibt, finde ich, bei Dungeon Crawler gibt es so ein, zwei Kernelemente, die müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, kann der Rest noch so gut sein. Und hier stimmen sie meiner Meinung nach. Ich werde natürlich noch mehr spielen, aber also das gefällt mir wirklich gut. Also schön, es ist schön übersichtlich. Das Kampfsystem ist rundenbasiert. Es ist auf seine Art auch erfrischend anders. Und wir haben noch ein Cyberpunk-Setting. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, das kann man sich definitiv geben, wenn man da Bock drauf hat auf Dungeon Crawler und Cyberpunk. Das Ganze kostet aktuell 19,99, ist aber wie gesagt noch in der Early Access. Hat aber auch zum jetzigen Stand, hat größtenteils Positivbewertungen, sind aber auch nur 18. Das Spiel ist noch aktuell ein bisschen unter dem Radar, weil es einmal Early Access ist und halt als Dungeon Crawler dann schon auch nochmal ein bisschen Nischendasein heutzutage hat. Aber ja, also mein Ersteindruck ist definitiv sehr gut. Zugkraft ist hoch. Ich merke nämlich, dass ich weiterspielen möchte. Und ja, das gucken wir uns auch noch in weiteren Episoden einfach mal an und holen uns da noch weitere Eindrücke. Ich danke euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal.